Hesse mit krummer Flugbahn und ein Verein mit Kindern, deren Lebensläufe auch nicht immer gerade verlaufen. Willkommen beim Regensburger Verein Bananenflanke. Ein Projekt, das für Furore sorgt. Denn hier finden rund 60 geistig behinderte Kinder Anerkennung in einer eigenen Fußballliga. Ben Rückerl und Stefan Plötz. Ehrenamtlich haben die beiden Heilerziehungspfleger ein Projekt gegründet, das bisher einzigartig ist in Deutschland. Also wir beide haben jahrelang mit behinderten Kindern gearbeitet. Und ja, dann merkt man halt, was den Kindern wichtig ist. Und der Fußball hat eine riesengroße Strahlkraft. Und dadurch sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dass es irgendwie eine Anlaufstelle geben muss, auch für Kinder mit Behinderung, dass die in ihrer Freizeit Fußball spielen können. Weil wir halt damals auch das Feuer gespürt haben, die Kinder einfach in sich haben. Die wollen Fußball spielen, genauso wie alle anderen auch. Eine Eingliederung in reguläre Vereine war bei vielen bisher nicht möglich. Bei der Bananenflanke fühlen sich die Kids wie richtige Fußballprofis. Und das finden auch die Eltern gut. Er ist einfach selbstbewusster, er hat jedes Mal schon Freude am Tag vorher, morgen Training und da hält er alles ein, gell? Packt selber die Tasche und freut sich einfach total drauf. Ich hab erst einmal einen Tag gehabt. Und dieser Zusammenhalt, also er weiß zwischenzeitlich, man muss zusammenspielen und nicht so das Einzelne, das Tor, es ist nicht das Tor wichtig, sondern die Freunde und die Mannschaft. Mit dem mobilen Soccer Court gehen Ben und Stefan auf öffentliche Plätze, rein in die Mitte der Gesellschaft. Eigentlich geht es um den inklusiven Ansatz, dass man sagt, man möchte den Sport in die Gesellschaft integrieren, man möchte die Leute auch damit konfrontieren. Und gleichzeitig ist es für die Kinder natürlich eine Riesenwertschätzung, wenn einfach viele Zuschauer da sind. Kooperationen mit Profifußballvereinen und Ausflüge zu Profispielen. Das Engagement und der Erfolg gehen weit über das reine Fußballspielen hinaus. Selbstbewusst stellen sich Kids wie Michi den Herausforderungen in Alltag und Schule. Hier macht richtig Spaß mit Mathe. Weil ich liebe Mathe sehr gerne. Seit der Gründung begeistert und unterstützend an der Seite des Projektes Angela Plenkers von der Volksbank Regensburg. Also was hier Ben Rückerl und Stefan Plötz leisten, ist unglaublich, mit welchem Herzblut und eben tatsächlich mit wie vielen Stunden sie sich hier engagieren und gucken, dass alle integriert werden. Ein Projekt, das längst überregional auf breites Interesse stößt. Eine bundesweite Fußballliga für geistig behinderte Kinder. Träumen darf erlaubt sein.